Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's, dein Patrick, und ich freue mich, dass du zugeschaltet hast. Wie du siehst, muss ich in dieses Mikro reinsprechen, weil mein Lavalier-Mikrofon aktuell in der Reparatur ist und das Ganze 14 Werktage dauert. Das heißt, ich werde hier versuchen, ganz sanft, ganz erotisch mit dir zu sprechen. Nein, Spaß beiseite. Also, worum soll es heute gehen? Heute soll es um positive Selbstgespräche gehen, um Affirmationen, machen sie Sinn und was kannst du stattdessen machen, wenn sie bisher noch nicht funktioniert haben? Und bevor du das anschaust, das Video, warum, also die Frage, warum nutzen wir überhaupt Affirmationen? Was erhoffen wir uns dadurch? Einerseits nutzen wir Affirmationen, weil wir irgendwie glauben, dadurch den Zustand, in dem wir uns befinden, irgendwie verändern zu können. Das heißt, wir glauben, dass wir die Realität verändern können. Wenn wir sagen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, haben wir irgendwie die Hoffnung, dass plötzlich jemand an der Tür klingelt und uns Geldkoffer mitbringt. Wenn wir sagen, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, dann hoffen wir natürlich, dass irgendwie plötzlich die Traumpartnerin, der Traumpartner vor der Tür steht, klingelt und sagt, hi, hier bin ich. Ohne Aufwand, ohne Mühe. Das passiert aber meistens gar nicht. Das heißt, wir assoziieren irgendwie ein Gefühl damit, welches wir erreichen möchten. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Denn um kurz die Problematik aufzuzählen. Menschen nutzen Affirmationen aus einem Punkt des Mangels heraus. Aus dem Punkt, so ich habe nicht genug oder ich habe es noch nicht und ich hätte es gerne. Wenn du auch so ein Mangelbewusstsein hast, dann schau bitte unbedingt in meine Beschreibung, denn da findest du ein kostenloses Workbook dazu. Aber schau mal, du schaust auf deinen Kontostand beispielsweise und siehst in deinem Kontostand 0 Euro. Dann ist natürlich der erste Gedanke, boah, ich wäre gerne reich oder ich hätte gerne mehr. Und dann fängst du an mit Affirmationen. Ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Was passiert aber gleichzeitig im selben Moment in deinem Körper? Genau, dein Gefühl passt nicht dazu. Das heißt, du kommst aus einem Gefühl des Mangels, möchtest aber durch das, was du sagst, ein Gefühl der Fülle entwickeln. Klappt das? Natürlich nicht. Stell dir vor, du wurdest gerade richtig sauer gemacht. Man muss es einfach mal so sagen, du bist total angepisst. Und jetzt komme ich zu dir und sage, hey, sei doch mal fröhlich. Du wirst ja auch denken, ich bin gerade angepisst, wie soll ich jetzt fröhlich sein? Wie soll ich diesen riesen emotionalen Sprung schaffen? Und genau das ist das Problem. Wir versuchen durch Affirmationen mehr oder weniger die Situation, in der wir uns befinden, zu verändern. Wir hoffen auch durch Affirmationen unsere Emotionen zu verändern, doch das klappt nicht. Denn so wie wir Affirmationen nutzen, dann ist es einfach nur inhaltsloses Geplapper. Wir quatschen einfach nur irgendeinen Quatsch vor uns hin, weil wir glauben, dass es uns hilft, in unserer Emotion uns anders zu fühlen. Entscheidend ist, dass wir Dinge tun oder auch Dinge sagen oder auch vor allem Gefühle in uns etablieren, die uns auf einer unterbewussten Ebene verändern. Wenn wir unser Unterbewusstsein umprogrammieren möchten, und unser Unterbewusstsein ist das, was uns mehr oder weniger automatisch durch den Tag hin bewegt, das heißt, alle Automatismen, die wir am Tag vollführen oder durchführen, alle Automatismen im Sinne unserer Gefühle befinden sich in unserem Unterbewusstsein. 90% dessen, was du den Tag erlebst, machst, tust, denkst, ist alles schon mal gedacht, gefühlt, getan worden. Bedeutet, du bist wie ein Roboter, der einfach nur seine Festplatte scannt und alles wieder abspult. Wir müssen also dorthin und die Informationen auf dieser Festplatte ändern. Wir müssen dein grundsätzlich unterbewusstes Gefühl verändern, damit so eine Affirmation für dich überhaupt Sinn macht. Wir müssen also den Inhalt der Affirmation auf die gleiche Ebene mit deinem Gefühl bringen. Beziehungsweise, wenn dein Gefühl hier unten ist, du würdest aber gerne Affirmationen nutzen, damit sie dich verändern emotionstechnisch, dann musst du schauen, dass du eine Affirmation nutzt, die nicht nur deiner Emotion entspricht, gleichzeitig aber auch im Inhalt dir suggeriert, dass es alles besser werden kann. Und wenn du das hinbekommst, dann machen Affirmationen auch Sinn. Ansonsten hast du ständig diesen Konflikt zwischen dem, was du dir sagst, und dem, was Realität ist. Das heißt, du sagst, ich bin reich und dein Unterbewusstsein sagt, nein, du bist total pleite, was erzählst du da für einen Quatsch? Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wenn du also auch zum Beispiel eine Präsentation in deinem Job hast, ja, oder du gehst auf die Bühne und sollst vor 1000 Menschen sprechen und du bist nervös und du sagst dir die ganze Zeit, ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig, dann wird dein Unterbewusstes sagen, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? So, das heißt, du solltest dann wirklich in dieses Gefühl hineingehen. Das Gefühl einfach mal sein lassen. Bedeutet nichts anderes als, wenn du Angst hast, dann sag einfach, ey, ich bin total nervös. Also ich zittere, man sieht das vielleicht nicht, aber ich zittere. Und du kannst aus dieser Situation, indem du diese Emotion sein lässt, eine neutrale Situation machen, in der dann überhaupt positive Emotionen die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Ja? Das heißt, immer dann, wenn du versuchst, eine Emotion sein zu lassen, baust du keinen Widerstand auf. Zu sagen, ich bin mutig, obwohl du dir gerade fast in die Hose machst, ist Widerstand. Du lügst dich selber an, du verarschst dich selber. Und das weißt du selbst und das merkst du auch selbst. Automatisch wirst du natürlich nicht die entsprechende Leistung bringen. Genauso musst du verstehen, dass unser Gehirn ganz besonders gepolt ist.
Bedeutet, unser Gehirn funktioniert auf der Ebene der Multiplikation und der Division. Wenn ich jetzt sage, denk bitte nicht an einen pinken Elefanten, bumm, dann ist das Bild da. Du kannst es nicht vermeiden. Und wenn ich dir einfach ein paar Minuten Zeit gebe und mehrmals pinker Elefant sage, dann wirst du irgendwann in diesem Gedanken stecken bleiben. Du multiplizierst ihn. Wir können nicht einfach sagen, oh, ich hatte da einen Gedanken, ich subtrahiere ihn mal eben. Ich nehme ihn mal kurz raus. Sondern kommt ein Gedanke, der unsere Aufmerksamkeit frisst, wird der immer größer. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, und genauso funktioniert das mit der Division. Das eine ist, den Gedanken immer weiterführen, das andere ist, den Gedanken zerdenken. Das heißt, wir bröseln ihn auf und versuchen, alle möglichen Sachen daraus zu holen. Entscheidend ist also, dass du dir selbst eine Gehirnwäsche gönnst. Eine Gehirnwäsche auf der Ebene, dass du Affirmationen nutzt, die deiner Emotion entsprechen und du entsprechend dann im Alltag, in deiner Realität, diese Affirmation auch bestätigen kannst. Das ist der entscheidende Punkt. Kannst du die Situationsveränderung, die du versuchst mit der Affirmation zu bewirken, auch wirklich im Alltag bestätigen? Wenn ja, dann kannst du aus dem Glaubenssatz, ich bin auf dem besten Wege, sehr, sehr viel Geld zu verdienen, tatsächlich eine Bestätigung finden, wenn du durch Zufall eine Lohnerhöhung bekommen hast. Aus dem Nichts heraus. Dann kannst du sagen, tatsächlich, schau mal, ich verdiene immer mehr Geld. Ich bin auf dem besten Wege, immer mehr Geld zu verdienen. Und wenn du dann diese Stufen nach oben gehst und es schaffst, diese Emotion mit deiner Affirmation zu koppeln, dann bist du auf dem besten Wege, auch wirklich deine Realität zu verändern. Wasche dein Gehirn ganz bewusst. Plappere nicht einfach irgendwas vor dich her, wo du selbst merkst, was mache ich da eigentlich? Und wenn du das hinbekommst, dann verspreche ich dir, kommst du relativ schnell aus dem Mangelbewusstsein in die Fülle. Wenn du Hilfe weiterhin dabei brauchst, schau bitte in meine Beschreibung, da ist ein Workbook für dich. Wenn du dieses Video teilst mit einigen, die vielleicht auch in diesem Affirmations-Suggestions-Ding gefangen sind und eine kleine Klarstellung brauchen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du das Video teilst, um anderen zu helfen, den Kanal abonnierst, mir einen Daumen hoch schenkst, kommentierst und wir uns beim nächsten Mal sehen. Mach's gut, dein Patrick.